Ich jetzt mal wieder euren Mixi. Ich möchte heute gerne ein Weizenmischbrot à la Beate machen, denn die Beate Seeli ist Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Thermomix Featured Pampered Chef und die hat letztes Mal so ein leckeres Brot gepostet und da habe ich gedacht, ach, brauche ich eins, mache ich jetzt mal nach. Jetzt mache ich das aber noch ein bisschen anders, weil sie wollte Weizenmehl, also sie hat ein Weizenmehl verwendet. Das habe ich leider nicht, deswegen nehme ich ein Dinkelmehl und nehme nur, naja gut, ich zeige es euch, was ich da annehme. Also zuerst brauchen wir 500 Gramm Wasser. Und das müssen wir dann erwärmen bei 37 Grad mit 10 Gramm Hefe und einen Teelöffel Zucker. Also ein Teelöffel Zucker und 10 Gramm Hefe. So. So. Und das erwärmen wir jetzt 2 Minuten lang, 37 Grad. Bis gleich. Als nächstes kommen jetzt 500 Gramm Weizenmehl, 550, habe ich aber leider nicht. Deswegen nehme ich das Dinkelmehl. Waage. Das ist jetzt quasi ein bisschen von Beate See angelehnte Eigenreaktion von mir. Dann kommen noch 100 Gramm Weizenmehl, 1050. So. Und 100 Gramm vom Roggenvollkorn. Beziehungsweise es steht auch Roggen 1150, habe ich aber auch nicht, deswegen nehme ich jetzt einfach Roggenvollkorn. Jetzt bei 700 Gramm Mehl. Dann kommen 15 Gramm Sauerteigextrakt. Dann kommt noch Gluten rein, das habe ich aber auch nicht. Dann kommt ein Backmalz dazu. Wo ist jetzt mein Teelöffel? Wieder verschmissen. Der ist hier. Und zwar, da kommen jetzt 8 Gramm. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das hier beim Thermomix. Das sind jetzt 10, ist egal. Wird auch funktionieren. Vom Salz kommen noch 15 Gramm dazu. Tada. So. Und jetzt habe ich glaube ich alles. Gut, das wird jetzt 5 Minuten lang verknetet, also die Kneteigstufe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Der Teig ist fertig. Der wird jetzt eine Stunde lang in eine Schüssel. Da muss er jetzt eine Stunde lang ruhen und vor sich hingehen. Und dann werden wir ihn backen. Wir sehen uns aber zwischendrin noch. Und ich sage bis dann. Servus. So, der Teig ist schön gegangen, hoffe ich mal. Schauen wir mal nach. Oh ja, schaut mal her, wie schön groß der geworden ist. Der kommt jetzt auf eine bemehlte Arbeitsfläche, auf eine stark bemehlte Arbeitsfläche, hat es geheißen, in dem Rezept. So, da lang. Jetzt tun wir die mal da raus. Boah, das wird ja ein Megabrot. Und jetzt soll man den noch ein paar Mal hin und her falten. Ich habe vorher meine Schüssel mit ein bisschen Backvermittel eingespinselt, das wird natürlich super gut. Also hier meine Finger. So. So, lala. Hin und her falten, bis der dann so eine Kugel hat. Ich habe heute bei Facebook, da gab es irgendwie so ein, wenn die Leute posten ja immer ganz spannende Videos, und da habe ich mal so die Arbeit eines Bäckers und der hat das auch mal so hin und her gedreht und gefaltet. Damit das Brot, glaube ich, irgendwie so eine Spannung kriegt oder so. Ich kenne mich ja da nicht so super aus. Aber das falten wir jetzt mal hin und her. So, da la. Und dann kommt es in den, hier gleich in den großen Zaubermeister. So, da la.
schaut jetzt gut aus. So, jetzt her. Wunderbar. Dann schmeißen wir das jetzt in ein kleines Brot. Flöps. Dann wird das noch groß eingeschnitten. Jetzt habe ich kein Messer. Einen Augenblick bitte. Ich bin sofort wieder bei euch. Schneide ich das hier noch schön ein. Vielleicht ein bisschen überdimensioniertes Messer hier. Aber so. So, lala. Noch ein bisschen Mehl drüber. Hübsch, hübsch. Da schaut's her. Jetzt kommt es bei 220 Grad ungefähr eine Stunde im Ofen und dann zeige ich euch, wenn es fertig ist. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt unser Brot. Schauen wir nach, wie es geworden ist. Oh, wow. Also das ist ja wirklich, das ist ja super gut aufgegangen. Beate, vielen Dank für das tolle Rezept. Obwohl ich es jetzt ein bisschen abgewandelt habe, was aber nichts zur Sache tut. Wow, das schaut ja toll aus. Und das duftet. Schauen wir, wie es schmeckt. Also, ein wunderbares Brot. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr findet mich auf Conny Jolitz findet mich auch. Auf Facebook findet ihr mich unter Miss Mixi. Dann habe ich ja noch eine Gruppe, da möchte ich euch gerne zu einladen. Die heißt Thermomix Featured Pepper Chef. Und ich habe auch noch einen Blog, der heißt missmixi.blogspot.de. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, eure Miss Mixi. Ciao!